Oh, so. Hier Level. Lavaweg im Land des Eises. So, hier immer schön strecken, nicht die ganze Zeit nur rumsitzen. Und hier sind wir wieder oben. Ich glaube, diesmal müssen wir aber keinen so einen Fritzen hinterherjagen. Nee, da hier haben wir schon irgendwas. Ah, ja, gut, das bringt uns. Ah, okay, ich sehe es. Wir müssen wieder Sternenteile einsammeln. Ja, das war eine Münze, das ist egal. Ich will auch die. Ja. So, das ist auch eine Münze. Ich glaube, der Rest ist oben. Nummer 3. Bam, Nummer 4. Bam. Und da hinten ist, glaube ich, Nummer 5, hoffe ich doch. Den Gumba lassen wir mal lieber da drin. So. Und dann gibt es hier schöne weitere Portabelungsfunktionen. Na, das war super fail. So, diesmal hat's geklappt. Und ab, wow, in diesen Lava-Planeten hier. Todessternmäßig hier. Fliegen wir da mal kurz durch und landen zielsicher auf einer sicheren Plattform. So, und weiter geht's geradeaus hier. Aufpassen ein bisschen auf die Gegner, die sind nicht so spaßig. Mit ihren Stacheln, wie man schon hört. Diese Ausfahren. So, boah, ich dachte schon, ich wäre reingesprungen wie der letzte Trottel. So, da freue ich mich doch schon mal über Energie. Lass mich in Ruhe. So, und hier geht's doch in die Lava rein, die tödlich ist, zu Trottel, echt. Ja, ich beleidige mich immer selber beim Spielen, das hilft mir einfach weiter. So, nee, hier geht's hoch, so. Ich muss mal kurz überlegen, wie ging es denn jetzt weiter insgesamt? Ah, ich laufe einfach mal hier entlang. Irgendwas wird mich schon zum Ziel führen. Hoffe ich doch. Wow. So, was soll das bringen? Machen wir mal hier die Lichter aus, die Flammen. Ah, die kann man gar nicht ausmachen, die gehen gleich wieder an. Ah, stimmt, hier konnte man. Ah, da, ich hab's schon unten. Ah, wohl hier, Ding jetzt Energie, kann man sich hier kurz holen. Und dann hier. Genau, das wollte ich kriegen. Da kann man nämlich auch wieder hier Dingens Mr. Feuermario werden. So, und jetzt können wir hier nämlich auch die Kugeln, glaube ich, zerstören. Einfacher. So, und durch die Dingens hier, seht ihr ja, geht's Tor auf. Oh, jetzt bin ich wieder irgendwo hängen geblieben. Und hier einmal und zweimal. Sehr gut. Das reicht auch schon. Und dann geht's nämlich hier weiter. Einfach mal weg hier von den blöden Kugeln. So, sehr schön. Und hier nach oben und einmal 180 Grad Wende. Okay, gut, alles läuft noch. Speicher, okay, auch gut. So, machen wir gerade nur die ganze Zeit Sorgen. Muss echt mal bald die Festplatte anschließen und hier alles löschen. Oder halt das, was ich nicht mehr brauche. So, dann geht's weiter nach oben. Da kriegt man schon wieder Mr. Feuerboy. So. Hier, komm. Ja, wenn der halt ziehen würde. Na, komm. Ja, ich möchte halt selber nicht runterfallen, aber irgendwie muss man das so anziehen können. Ja. Hä? Was zur Hölle? Naja, dann mache ich erstmal das auf der rechten Seite, das ist ja einfach erreichbar. Boah, hey, alles umgeben von diesen blöden Kugeln, hä? Der ist ja unmenschlich, oder? So, komm, jetzt hier einmal rechts. Und jetzt irgendwie noch einmal links, komm. Ja, geht doch. So, das wäre geschafft. Ja, ist nicht ganz so einfach, da immer in die richtige Richtung zu zielen. Und dann geht's hier wieder schön nach oben. So. Wow, und einmal hier. Okay, da können wir wieder rauslaufen. Energie haben wir auch wieder voll, das ist sehr gut. Und dann hier über diese komischen Gewichtsdinger. Na, einmal Kamera bitte drehen, dann halt nicht. Okay, macht sie von selber. Wow. Und hier vielleicht ungern abstürzen würde. So. So. Da hinten gibt's wieder hier Mr. Fireboy. Meine neue Lieblingsbezeichnung. Ja, aber so klappt es nicht. Da müssen wir, glaube ich, außen rumlaufen. Wow, das war auch ein knapper Sprung wieder. So, einmal und noch einmal und
Sehr schlau von mir. Ach komm, ätzend, verdammt ätzend. So, jetzt hier, schnell aufpassen. Keine Lust, meine Energie zu verlieren. Okay, Leben wieder voll. Auf jeden Fall Blume holen, wieder auf die Plattform und dann halt zum richtigen Zeitpunkt, dass wir das rechte Ding anzünden können. Ja. Boah, das ist echt immer knapp hier. Und dann können wir uns nämlich auch verdienter... Boah, knappes Ding. Verdientermaßen... Komm, yes, den Dingens holen, den Stern. So. Hier voller Euphorie. Immer sobald das mit Feuer ist, ist immer ein bisschen kritisch, kennt ihr ja. Ich hoffe, die Plattform bleibt da jetzt wenigstens und verschwindet nicht bald wieder. Naja, gut, ein Damage kann ich von mir aus noch akzeptieren. So, Stern geholt. Super. So. Wieder Streckenstern Nummer 37 geholt. So, hier alles schön einsammeln, speichern. Okay, was machen wir denn? Ja, machen wir erstmal hier den dritten, hätte ich jetzt gesagt. Ab zur Eisvulkan-Galaxie. So. Kurz überlegen. Ja, okay, passt. Hier, Stern Nummer 3, zwischen eiskalt und glutheiß. So, lasst mich überlegen. So. Hehehe, das ist so lustig. So, ja. Für die Leute, die mir echt wirklich gut zuhören und sich jetzt wundern, warum ich gerade gesagt habe, das ist so lustig, obwohl ich gerade nichts gesagt habe und hier auch gerade nichts passiert ist. Ich habe gerade nachgedacht und es ist mir wieder ein lustiger Gedanke in den Kopf gekommen, den ich eigentlich hier erwähnen könnte, aber eigentlich auch nicht. Deswegen mach ich es mal lieber nicht. Ist nichts Schlimmes, es ist was Lustiges. Und ja, whatever. Okay, also wir sind jetzt hier beim Feuer gewesen gerade und jetzt sind wir hier im kalten Wasser. Und müssen mal schauen, da müssen wir wieder die Dinger anzünden. Ich glaube, da hinten kommen wir an. Ja, nicht baden gehen ist gefährlich. Ja, da sieht man schon hier, die Kamera verdreht sich. Und man kriegt auch Damage, wenn man sich nicht beeilt. So, da oben bringt mir eigentlich gar nichts. Hier oben bringt mir auch nur ein Leben. Das bringt mir im Endeffekt ja außer auch gar nichts. Ich überlege gerade, wo denn Dingens sein könnte. So, das war auch nicht Sinn der Sache. So, einmal da hoch. So, da gibt's auch nichts. Dann gehen wir mal nach da hinten. Irgendwo wird's ja. Das war auch nichts. Da unten. Wasserlauf ab, Wasserlauf, lauf ab, lauf ab. Oh ne, jetzt sind hier gerade die Viecher. Ey, verzieht euch. So. So, Nase hier, okay. Da geht's nämlich weiter. So. Dumm blöden Kugel da hier. So. Und hier gibt's, glaub, ja genau, da sehen wir ja schon. Ah, hier ist jetzt das gleiche, mit dem, bloß mit Lava und nicht mit dem Wasser. Und bei Lava hast du halt sofort dein Damage, beim Wasser kannst du noch hochspringen. Deswegen ein bisschen Vorsicht walten lassen, sieht man ja schon hier an meiner Spielweise, wie ich Vorsicht walten lasse. Klasse, wirklich klasse, wie schade. Hey, 30 Leben, das ist halt overpowered hoch 1000. Da bringt uns auch nichts, wenn wir wieder letzte Trottel spielen. So, das wäre mal gleich hier gemacht. Tor einmal auf. Und dann lassen wir uns diesmal ein bisschen mehr Zeit in der Lava-Welt. Zumindest bis ich die Kamera drehe, bevor ich den Sprung mache, weil sonst wird der Sprung schräg und dann geht er halt auch mal ins Lava. Ins Lava, ja, ins Blaue. Oder in dem Fall ins Rote. So, das warten wir hier auch mal zur Sicherheit, ne? Wir haben ja Zeit, ne? 15 Minuten zumindest. So. Ja, sieht doch schon besser aus. So, ich weiß jetzt gar nicht. Okay, gut, ich dachte schon, dass ich hier auch nicht mehr stehen bleiben kann. Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. Oder was heißt, hier geht's weiter? Ich glaube, das muss ich kaputt machen. Oder auch nicht. Ah, da unten ist Rad. Ich warte. Lieber, ja, ich warte.
diese Dreckskugeln, weißt du, und hauen sie einen fast in die Lava. Ja, die sollen mal selber in die Lava reinfahren. Ohne Witz, die gehen mir schon wieder auf den Sack hier, echte. Blöden, blöden Lavakugeln. Sind ja nicht mal Lavakugeln, sie sterben ja im Feuer selber. Das sind einfach nur dumme Stachelkugeln. Aber wir sind jetzt wieder hier Feuer Mario und beeilen uns mal. Weil viel Zeit haben wir nicht. Dann hier die Dingens da. Hier einmal und zweimal. Genau, hier. Und ab in den Stern rein. Okay, wir können nicht. Jetzt geht's. So. Ah, cool. Das ist, glaube ich, ziemlich geil gewesen hier. Kommt mal auf diese Eisplattform da laufen. Ah, so. Noch einmal Schultern greifen. So, ja, dann machen wir uns mal hier auf den... warte mal hier. Da fehlt noch was. Lieber hier bei so viel Lava. Hier Eisdingens, Eisboy sein. Und dann hier geht es easy locker vom Hocker. Solange man hier nicht falsch springt. So, einmal wieder Wendung. Ah, ich wollte mal so eine Münze mitnehmen, anscheinend nicht. So, habe ich das eingesammelt? Ja, ich hoffe. So, hier noch ein bisschen von denen. Oh, schon wieder ein Leben. Da gibt es noch ein Leben, auf das verzichte ich jetzt mal. Okay, man kann auch Weitsprung als Eistyp machen. So. Und nochmal Dingens hier, Plattform tauschen. Ja, so. Boah, knapp. Das hänge ich an meiner eigenen Plattform. Weitsprung. Dann kann ich nicht hier auch. Ja, ich kann sliden. Das ist sehr gut. Obwohl ich gerade nicht mehr sliden möchte. So. Okay, ich dachte schon hier, dass er irgendwo noch über eine Kante runterspringt. Aber wir haben es geschafft. Sterne halten. Bading, bading, bading. So, hier wieder schön Sachen einsammeln hier. Oh, warum tut jetzt mein CW? Ah. So, gespeichert. Lalalala. So, blauer Komet, Schattenkomet, da verzichte ich drauf und hol mir lieber nochmal den dritten Stern in der Sandinselgalaxie. So, die Riesenfalle in der Wüste. Ah, jetzt sind wir auch schon bei 2,5 Stunden Aufnahme. Mal schauen, entweder mal noch den Bowser oder nach dem Stern in der Aufnahmepause mal gucken. Langsam kriege ich Hunger. Aus Klo muss ich ausnahmsweise noch nicht. So, jetzt hier erstmal den Mechanismus betätigen. So, boing. Yes! So. So, das dumme Huhn mag schon gekillt. Auf das Leben verzichte ich mal, das ist mir, wie schon gesagt, recht egal. Die Zusatzenergie brauche ich auch nicht. Ich sammle die einfach mal entspannt die Dinger ein. So, und weiter geht's. Boing. So, war gerade noch in irgendeinem Gedanken verhakt. Jetzt habe ich den wieder verdrängt. Scheiße. Mache ich ungern. Aber wir können hier schon mal das erste Dingens holen. Erste goldene Sternteil und dann hier bewegen wir mal wieder die Sache. Muss gerade, ja, jetzt hier geht der Dinger nach oben. Überlegen. Ich glaube, es ist hier. Ja, perfekt. Oh, aber wie gut gemeistert. So, und wieder nach oben. Ja, hier gibt es Sternteil Nummer 3. Hier hinten war Nummer 4. Und ich glaube, Nummer 5 war irgendwo unten. Ja, da haben wir es doch. So, na. Lass mich in Ruhe, Drecksviecher. Hä? Ach, ich hab's noch gar nicht geholt. So. Die Viecher waren im Weg, jetzt aber Nummer 5. Und dann müssen wir noch einmal nach oben und dann geht's ja schon weiter. So. Ja, 2 Energie ist okay. Können wir später hier nach einer Münze Umschau halten. So, und weiter geht die Reise. Ah. So. Bam, und wieder geht's weiter. Wenn ich da irgendwie hochkomme. Ja, sieht gut aus. So. So, hier nochmal ein Leben bekommen. Jetzt mal schauen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, den muss ich auch hier. Ah, ne. Da geht's glaube ich weiter. Ich weiß nicht, ob ich. Ah, ja, okay. Das war nämlich so, dass man hier die Früchte rüberschießen konnte als Munition.
Und dann konnte man sich hier wieder zurück Dingens da schießen. Und dann konnte man den Typs locker mit den Früchten. Ne? Mal geschwind hier à la FIFA-Style. Na, wo ist er denn? So, bam! Na, komm. Ja, wieder Profifußballer hier. Na, komm. Na, das wird nichts, ich sehe schon. Ah, komm, der könnte. Yes! Treffer. So, bam. Und der nächste Stern hier. Zack, Weiterreise. So. Und da ist auch schon der Stern. Und na, das klappt nicht. Da müssen wir wohl von unten und dann. Wow, scheiße. Bitte passiert jetzt nicht das. Boah, knapp. Ich dachte, ich bin zu weit hin. Sammeln erstmal ganz gelassen die Standteile ein. So. Ja, und aufpassen, dass wir. Boah, ich war schon an der Mauer. Das ist mit der vertretenen Sicht. Da muss man echt mal gucken, wo man dann überhaupt schon gerade in Realität läuft. Ah, und ich weiß, was hier passiert. Lass mir mal schön meinen Gedankengang abschließen, bevor ich da reingehe. Okay, passt. Weil hier geht jetzt Dingens da gleich hier. Der Sand los. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich dachte ja, deswegen muss man sich beeilen. Oder man, naja, was heißt, man muss sich beeilen? Man kann zerquetscht werden, aber man muss auch auf den Sand teilweise warten, weil hier komme ich ja jetzt am Anfang erstmal noch gar nicht hoch genug. Ja, gut, so geht's schon mit den. Oder auch nicht, scheiße. So, jetzt aber. Und weiter geht's. So, hier auch einmal so rum. So, aber das ist ja alles ganz einfach hier. Läuft mal im Kreis ein bisschen um diese Pyramide drumrum. Holzblock schön entfernen. Na, komm. Und Hüpferle und Hüpferle und Drehung und Holz den kaputt. Und weiter geht die Reise. Und nochmal, bam, voll rein. So, und jetzt müssen wir eh einfach warten. Ich weiß gar nicht, kann man dann überhaupt sterben? Naja, ist ja auch egal, Stern geholt. Ich bin halt nicht so schlecht, dass ich überhaupt weiß, ob man sterben kann, okay. So, Stern erhalten. Kapitel 3 in der Dingens-Sandgalaxie, wie es auch immer hieß, wäre auch geschafft.